Ich denke mal, ich bin zu laut oder so. Bin ich gar nicht. Ey, jetzt ist schon leise von unten. Sonst mal voll laut über den Tag. Dieses Gewupper, das hört man auch in der Minecraft-Folge. In den letzten paar. In den nächsten paar. Ich weiß nicht genau, wann die Folge hier läuft. So, jetzt erstmal benutze. Ach, guck mal. Benutze den damit. Das da. Nimm. Jetzt. Das so, ist der Tim, so. Laborant, Flippermeister und schnell genervt von Dingen, die nicht so wollen. Guckst du auf Karte? Dauert einen Moment, jo, ist doch alles. Geil. Hier. Gib. Das zu dem Tim. Du brauchst mir den Kram nicht einzeln geben. Ah. Trag alles zusammen und sag mir einfach Bescheid. Ah, okay, gut. Hey Tim! Was geht? Hey Tim, ich hab alles fürs Timigotchi beisammen. Was nun? Dann gib mir her das Zeug. Der Zeitpunkt ist gerade passend. Meine neueste Erfindung ist nun soweit ausgereift, dass ich sie fertigstellen kann. Ich muss jetzt erstmal eine Runde bauen. Bist du jetzt unter die Klempner gegangen? Das, du Low-Budget-Intellektueller, ist meine aktuelle Erfindung. TRL, die transdimensionale Rohrpost-Logistik. Erlaubt das Verschicken von Gegenständen unabhängig deines momentanen Standorts. Dank des Timigotchis, welches ich schon rübergeschickt habe, können Kai und Loring das System auch nutzen. Und wie benutze ich das? Du nimmst einfach deinen Gegenstand und gibst ihm den Kai und Loring-Button. Klingt ja easy. Ich werde nun weiter an meinem finalen Plan arbeiten. Die beiden müssen erstmal zusehen, wie sie weiterkommen. Ist ja gut. Jo, jetzt macht er gar nichts. Er lädt sich zu Tode. Coole Sache, das Ding. Ich bin die Latscherei zum Portal auch langsam echt leid. Frag mich nur, wozu der rote Knopf an dem Teil ist. Der rote Knopf. Benutzen wir. Nichts passiert. So ein Tor. So eine Autotür. Oh, vielleicht geht hier die Kutsche auf, ganz genau. Welche Kutsche? Ich habe noch nie eine Kutsche gesehen hier. Ernst. Ach, ich dachte schon. So, ich bin hier immer noch dabei, den Loring irgendwie doof zuzuquatschen. Dass der wieder herkommt. Wo mach ich denn das? Fehlt noch ein Teil, irgendwas mit Technik. Technik. Ich sollte das Ding nochmal benutzen. Das ist so bescheuert, ne? Ich fasse es nicht. Ich kann doch ohne den Loring nicht die Burg verlassen. What? Wer soll denn dann die ganze Drecksarbeit machen? Ich? Alter, was? Ich dachte, der kann da raus. Immer dieses Gelade, aber immer nur, wenn ich das Spiel neu starte. Mann. Das war ich nicht.
Nichts passiert. Die Batterien sind alle. Wüsste auch nicht, wofür das noch gut sein sollte. Ich glaube ernsthaft, dass wir das besser bei uns behalten. Da sitzt der Typ ja, der meint wohl, dass er jetzt dazugehört. So, ich komme hier nicht weiter. Was soll ich tun? Ich komme nicht raus. Ich dachte, ich komme jetzt raus. Mist, ehrlich. Was soll ich tun? Wenn man da noch rübergeht. Ach ja, mit ihm reden. Was ist denn jetzt Plan? Stör mich nicht, ich hab grad zu tun. Leck mich doch, ey. Wirklich. Ich muss nochmal zum Kiosk rüber. Mit dem Typen möchte ich mal reden. Gucken, was er mir verkauft. Verkäuft. Bleib jetzt stehen, Mist. Die aktuelle Ausgabe des Briefmarken-Sammlerhefts mit Beilage. Thema diesen Monat, Mittelalter. Ja, nimm die mal mit. Ach ja. Ja, ja. 4 Euro. Eine Schlumpffigur, die sich am... Der hat ja ein... Aber warum? Den will ich mitnehmen, oder? Nee, den will ich nicht mitnehmen, der ist mir zu pervers, ehrlich. Hallo? Ja, was? Mahlzeit, ich hätte gerne, Hey, wieder nüchtern? Spät geworden gestern, was? Was? Wie gestern? Ich war hier? Klar, bin noch so ein paar Typen. Du hast dich gestern angeregt mit einem unterhalten. Verdammt, man sollte eben nicht mit Schalkern saufen gehen. Egal, Pixel didn't happen. Wegen diesem Schlumpf hier oben. Meinst du Wixi Schlumpf? Oh Gott, der heißt auch noch so. War eine Filmproduktion. Glaube ich gerne. Meine Kindheit ist jetzt auch verfehlt. Ist ein Sammlerstück. 149 Euro, wenn du interessiert bist. Dafür reicht mein Gut. Ach nicht. Ich stelle, ich kann hier noch mehr machen. Ich sehe nichts weiteres. Da geht's jetzt auch nicht weiter, ne? Steht nur der Schlumpf. Außerdem ist mir jetzt zu teuer. So, ich gehe jetzt wieder. Ach, da fällt mir noch was ein. Benutze. Kann ich das eigentlich öffnen? In der Tat mittelalterlich, diese Briefmarke. Na, und jetzt habe ich doch die Postkarte da noch. Eine Teilnahmekarte für ein Gewinnspiel. Leider ist der Einsendeschluss schon vorbei. Nee. Darum. So wird das nichts. Ey, du sollst es doch geben. Gib die blöde Karte dahin. Geil. So, er hat jetzt die Karte, ne? Eine Postkarte für ein Gewinnspiel. Ich würde meinen Namen nie auf sowas... Ah. Benutz die Karte mit dem... Postfass. Und jetzt in die Zukunft. Mir fällt gerade ein, dass ich doch vor Wochen ein Paket bekommen habe. Ja, seit Wochen, da bin ich mir sicher. Aber hatte ich es gestern auch schon vor Wochen bekommen? Vollkommen durcheinander. Gehirn. So, da ist das Paket. Das Paket, was ich seit heute vor Wochen bekommen habe. Mal aufmachen. Sehr geehrter Herr Maas, wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Gewinn. Sollten Sie allerdings noch einmal die Frechheit besitzen, bereits Jahrhunderte vor der Preisfrage die korrekte Antwort zu wissen, werden unsere freundlichen Telefonistinnen alles daran setzen, Sie 5 bis 6 Mal täglich zum Kauf einiger Lose anzuregen. Wow, eine PSK samt Spiele, das neueste aus der Welt der Handhelds. Okay, ja, hier, gib es zu beiden da. Irgendwie komisches Rohr. Ja, jetzt habe ich nämlich die Idee.
Die Idee, wie ich übersehe, was? Nämlich benutze PSK mit. Das geht so nicht. Ja, dann gib ihm die doch, Mann. Schau mal, was ich hier Schönes habe. Wow. Die war doch vor kurzem erst in der Werbung. Die Batterien sind ja leer. Soll ich dir neue besorgen? Ich gehe eben zur Tanke und... Ach, was rede ich? Die werden ja erst in ein paar hundert Jahren erfunden. Tja, ich aber auch. Ach ja, all die Dinge würden mir ja doch sehr fehlen. Und du bist doch ganz bestimmt jetzt netter zu mir. Kein Stück. Ja, das dachte ich mir. Also mache ich's wie immer und füge mich meinem erbärmlichen Schicksal. Jo, hier haben wir den Loring wieder. Komm, wir gehen. So, einfach mal raus hier. Zurück. Lädt. Immer lädt. Oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt passiert. Ja, so könnte es klappen. Ben, bist du da? Tim, bist du das? Das Teil ist auch ein Telefon? Schnauze, komm ins Labor. Mein neuer Plan wartet auf dich. Ajo. Hier bin ich. Erzähl, was geht? Nimm das. Hier stehen alle notwendigen Bestandteile zum Bau einer Zeitmaschine drauf. Die hast du natürlich mal ebenso erfunden. Ich und mein Supercomputer, der die Daten des Fungitubus analysiert hat. Alter, hast du einen an der Klatsche? Wann soll ich denn das alles besorgen? Und wie? Ich bin deiner faulen Inkompetenz weit voraus und mir deshalb im Klaren, dass dies ein Job für alle sein wird. Und darüber hinaus habe ich weitere Hilfe angefordert. Und zwar von... Tigger und Wigger. So, Neger, da sind wir. Hey, ich bin doch jetzt der Wigger. Political Correctness, du verstehst? Das juckt mich doch nicht. Mich noch weniger. Wie du also weißt, sollen wir helfen, ein paar Bauteile zu beschaffen. Ich nehme mal an, Fragen wie, wofür haben wir dabei nicht zu stellen? Interessiert's dich? Eigentlich nicht, solange ich irgendwann auf irgendwas draufschlagen darf. Da sollte sich doch eine Gelegenheit ergeben. Tim hat uns übrigens an sein Rohrpostsystem angeschlossen. Wir können also fröhlich Gegenstände mit den anderen rumtauschen. Wie ungemein praktisch. Und für dich eine kleine Erklärung. Du kannst entweder mit mir oder dem Neger als Frontmann rumlaufen.
Um zu tauschen, drück einfach nochmal auf unseren Knopf, unten rechts im Menü. Gelegentlich kann es nötig sein, die ein oder andere Aufgabe von jeweils anderen erledigen zu lassen. Auch bei uns beiden gilt, wer im Weg steht, wird hart geklickt, und zwar doppelt. Und du sitzt ja schon wieder so abgehangen da. Raff dich mal auf. Was soll denn deine Mutter denken? Ja, juhu, jetzt geht's weiter hier. Ich kann zwischen den Typen wechseln. Wer bin ich denn gerade? Der Tigger. Tag Team Tag. Jetzt bin ich der Neger. Oh Mann.